Rinach gibt Kindern ein Gehör und zeigt sich offen für Ideen. Im vergangenen Herbst haben Kinder bei der Gemeinde total 123 Wünsche deponiert, die jetzt ausgewertet worden sind. Gewisse Wünsche bleiben bei der Gemeinde, andere sind in diesen Tagen direkt ans Rheinacher Gewerbe und nochmal andere an den Kanton übergeben worden. Die Baselbieter Regierungsrätin und Sicherheitsdirektorin Katrin Schweizer zeigt sich begeistert. Ja, ich finde es ein ganz tolles Projekt, dass jetzt Rheinach hier die kinderfreundliche Gemeinde geworden ist und so viele Ideen gesammelt hat, Wünsche gesammelt hat bei den Jugendlichen und bei den Kindern. Wir nehmen die jetzt auf, die Wünsche, und die prüfen. Wir können im Moment nicht gerade Stellung nehmen dazu, zu den einzelnen Anregungen, ob wir das können umsetzen oder nicht. Aber wir werden das gewissenhaft prüfen und dann in geeigneter Form eine Rückmeldung geben. Wie ist das Projekt standgekommen? Das Projekt der Kindermitwirkung, das haben wir durchgeführt, weil wir ja kinderfreundliche Gemeinde sind und das UNICEF-Label haben. Und dort ist es sehr wichtig, dass Kinder auch an politischen Prozess beteiligt werden. Und in diesem Rahmen haben wir letzten September eine erste Kinder- und Jugendkonferenz durchgeführt. Was willst du? Jetzt bist du dran. Und dort haben Kinder ihre Wünsche an die Gemeinde uns können weitergeben. Hat es im Vorfeld spezielle Vorgaben gegeben für Kinder? Wir haben sie das erste Mal komplett freigenommen. Aber Teile der Kinder sind auch vorbereitet gekommen, weil wir natürlich die Einladung zu dieser Konferenz sehr breit gestreut haben, vor allem an den Schulen. Und zum Teil haben dann die Lehrer auch oder vielleicht auch Eltern mit den Kindern so ein bisschen vorbereitet, was sie wünschen können. Wir haben das aber zuerst nicht gesteuert, sondern nachher, als wir sie gekriegt haben, sind ja über 100 Kinder gekommen, sind ja überwältigt gewesen und haben dann auch 123 Wünsche gekriegt. Wir haben dann die ein bisschen sortiert nach verschiedenen Bereichen, Umwelt oder Freizeit, Schule, also. 123 Wünsche sind also bei der Gemeinde eingegangen. Wie sind die nachher geordnet worden? Also zuerst haben wir mal eine Unterteilung gemacht, was fällt überhaupt in die Zuständigkeit der Gemeinde und was wollen wir eher weitergeben, was vielleicht im Kanton oder im Gewerbe. Und das, was wir dann gekriegt haben für die Gemeinde, das haben wir im Gemeinderat besprochen und eigentlich dann weitergeordnet mit einem Art Ampelsystem. Rot, das sehen wir eher als nicht realisierbar an oder haben wir bereits. Gelb, das tun wir prüfen, und grün, das setzen wir um. Wie beurteilt die Chefin vom Rheinacher Gewerbe die Wünsche? Es sind Wünsche von ganz unterschiedlicher Art. Der lustigste finde ich den ersten, den Klassenstand. Da hoffe ich schon, dass wir das hinbringen. Ich denke, das wäre lustig, wenn es so einen warmen Sommertag an der Hauptstrasse einen Klassenstand hätte. Da können wir wahrscheinlich direkt an unsere Mitglieder weitergehen und hoffen, dass irgendjemand so einen Klassenstand hinstellt. Wäre doch toll. Dann gibt es aber ganz andere Themen, wie zum Beispiel bis 2030 nur noch ökologische Stromquellen nutzen. Da merkt man, dass das bei den Kindern jetzt ein Anliegen wird. Wir wissen das ja, dass das bis in die Jugend runtergeht. Und ich finde das gut und ich denke, man muss das ernst nehmen. Die Wünsche sind jetzt also deponiert. Wie geht es weiter? Als erstes geben wir jetzt einmal Rückmeldung den Kindern am 18. März, wenn die nächste Kinderkonferenz stattfindet. Uns ist sehr wichtig, dass Kinder sich auch ernst genommen fühlen mit ihren Wünschen. Und dort zeigen wir ihnen das Ampelsystem, können sie dann auch noch mal darüber diskutieren. Die Sachen, die grün sind, da werden sie ja froh sein, dass wir sie können umsetzen können. Das sind ja auch zum Teil auch kleinere Sachen, wie dass sie gerne Magnesium hätten in der Turnhalle oder Stadtpark wünschen sie sich. Und das ist ja geplant, dort wo der alte Friedhof ist oder Umweltkampagne, auch so Sachen sind. Es hat sicher auch ganz spezielle Wünsche darunter gehabt. Zum Beispiel ein Spital in Rheinach oder ein Starbucks, wo ja, jetzt sicher nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen, aber es hat auch sehr viele Wünsche gehabt. Das ist vielleicht auch ein bisschen im Zeitgeist in Bezug auf Umweltschutz, Littering vermeiden und Verkehrssicherheit. Das ist den Kindern sehr wichtig. Und zum Schluss macht Regierungsrätin Katrin Schweizer den Kindern Mut. Ich finde es toll, dass sie sich engagieren, dass sie sich dafür interessieren, dass man sich überhaupt mal überlegt, was könnte man eigentlich verbessern, so im Umfeld. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass man das formulieren kann, dass man sagen kann, das ist etwas, was wir gerne möchten. Und da gibt es Verbesserungspotenzial und anscheinend hat man das jetzt in Rheinach sehr erfolgreich durchführen können und das finde ich sehr erfreulich.
Das Familienzentrum Oase Rheinach organisiert am Samstag, 14. März, zwischen um 9:30 am Morgen und Mittag um 1 im Leimgruberhaus an der Schulgasse 1, also mitten im Dorf, die beliebte Kinderartikelbörse. Dort finden Interessierte zu günstigen Preisen eine grosse Auswahl an Kleidern ab Grösse 74, diverse Schuhe, Spielsachen und Bücher sowie Babyzubehör. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Die Pfadi-Abteilung Angenstein sucht Nachwuchs. Im Rahmen des Nationalen Pfadi-Schnuppertags können interessierte Kinder am Samstagnachmittag, 14. März, unverbindlich hineinschauen, wie es bei den Pfadi so zugeht. Der Schnuppertag findet zwischen 2 Uhr Mittag und 5:30 Uhr oben im Schulhaus Viechten statt. Der Eintritt ist frei. Welche Altersgruppe ist konkret angesprochen? Wir bieten den Pfadi-Schnuppertag für zwei Altersstufen an. Zum einen für die Biberli, das sind die kleineren, das ist vom ersten Kind bis etwa Mitte erste Klasse. Und die zweite Altersstufe ist für die Wölfli-Stufe, das ist etwa Mitte erste Klasse bis etwa in die fünfte Klasse. Und wir werden mit beiden Stufen, aber wahrscheinlich getrennt, einfach einen schönen Nachmittag verbringen mit einem spannenden Abenteuer, wo wir irgendein Rätsel oder irgendein Verbrechen werden jagen.